Tag. Ja, leider wird das nichts mit dem spontanen nach draußen gehen bei der schönen Sonne. All dieweil man will es streamen, damit die Welt draußen mitbekommt, was ihr zu fragen habt oder dazu zu bringen habt. Dies ist ein komplett nicht technisches Thema. Ich habe auch keinerlei Folien. Wir können das auch abschalten, wenn ihr von den bunten Bildern irritiert seid. Wir können darüber abstimmen. Ist jemand für abschalten? Okay, das hat schon nicht funktioniert. Okay, es bleibt an. Das klingt ein bisschen, als spricht man aus einer Tüte heraus. So Blecheimer über dem Kopf. Skype über NNTP geroutet oder so. Okay. Also, ich habe mir natürlich einen sehr schlagkräftigen Titel ausgewählt. Klar kannst du das so machen, aber ohne Politik ist es halt Kacke. Und anscheinend hat dieser Titel auch einigermaßen funktioniert. Es sind ein paar Leute hier im Raum. Danke dafür. Und ich will aber erklären, warum ich unbedingt diesen Vortrag hier machen wollte, als wir vor 2 Jahren darüber gesprochen haben, ob ich nicht endlich mal zu MRMCD kommen möchte. Ich glaube, es ist schon so lange her. Weil ich selber sehr viel mit Politik zu tun habe, sehr zu meinem eigenen Erstaunen. Mein Hintergrund, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Padelun, ist ein Künstlername. Ich habe 1987 einen Verein aufgebaut, der heißt oder hieß Föbut, mittlerweile heißt er Digital Courage. Ein Verein, der im Grunde, als er gegründet wurde, ein Erferkreis des CCC sein sollte. Wir wollten uns aber nicht Chaos Computer Club nennen, weil der BTX-Hack hat gerade stattgefunden gehabt. Der Club war berühmt und wir wollten uns nicht mit fremden Federn schmücken. Also hat sich jemand aus dem CCC übrigens, nämlich Reinhard Schrutzki, einigen ist er vielleicht bekannt, den er nicht bekannt ist, das ist der Mensch, der das Pesthörnchen für mich gemalt hat, das ja einige aus dem Club-Umfeld kennen. Der ist nämlich zu uns gekommen nach Bielefeld, zu unserer ersten Veranstaltung und aus der Föbut dann hervorgegangen ist und sagte, ach, nennt den Verein doch einfach Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Und dann haben wir den so genannt, weil Vereine gründen fanden wir eh blöd und komisch und dachten, à la Groucho Marx, ein Verein, der uns als Mitglied aufnehmen würde, in dem würden wir gar nicht beitreten wollen. Aber das hat sich mit den Jahren gewandelt. Wir haben uns vor allen Dingen damit beschäftigt, wie sich Computer so entwickeln. Das war so die Zeit der Heimcomputer, C64, Atari waren ziemlich gut verbreitet, Amiga standen vor der Tür. Und Rena Tangens, mit der ich das zusammen angefangen und angestoßen habe und auch über die Jahre hin getragen habe, und ich, wir haben so einen Hintergrund als Künstlerinnen und Künstler und uns hat halt interessiert, wie wird sich das Denken der Menschen verändern, wenn sie mit Computern arbeiten? Weil eins war uns klar, Computer werden sich überall hin ausbreiten. Die werden nicht einfach nur im Kinderzimmer als Spielkonsolen bleiben, sondern Computer werden einfach die gesamte Welt erobern, alle Strukturen hineingehen und man wird über Computer nachdenken müssen. Und es wird sich in den Köpfen der Menschen etwas verändern, nämlich man versucht ja im Leben immer so seine Gleichnisse zu haben, um sich im Leben so ein bisschen zurechtzufriemeln. Und ganz früher nahm man den brennenden Dornbusch und Abraham und dann war das so und dann musste das und das passieren. Und mittlerweile sind die Leute sehr digital. Computer bringen nämlich eine Botschaft mit, anders als in anderen Bereichen. Also so ein Messer, wenn es stumpf ist, dann schneidet es immer noch ein bisschen schlechter, man kann es wieder schärfen, dann funktioniert es wieder besser. Aber das Messer gibt in der Regel nicht sofort komplett den Dienst auf. Bei Computern ist es oft ein bisschen anders, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und allein dieser Unterschied, der sich in alle Gegenstände hin durchzieht, die ich auch nicht mehr so nachvollziehen kann. Also ich habe dann mal so, weiß nicht, 1980 mir so eine kleine billige LC-Display-Uhr gekauft und sie auseinandergenommen. Da waren dann 12 Bauteile, mit denen ich halt genau gar nichts anfangen konnte. Einziges Erfolgserlebnis, was ich hatte, war, als ich sie zusammenbaute, hat sie wieder funktioniert. Das hat mich schon sehr erstaunt. Aber wenn jetzt irgendwas dran kaputt gewesen wäre, hätte ich es nicht reparieren können. Das war bei mechanischen Sachen, Auto, Druckmaschine oder sowas, war das anders. Die habe ich reparieren können.
Also uns hat interessiert, wie wird das Denken von Menschen anders, wenn sie plötzlich in Desktops denken mit Mülleimern, die keine Schredder sind und so weiter. Wir sind dann auch relativ früh auf sowas gestoßen wie Datenfernübertragung. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort noch kennt. Später wurde es dann umbenannt in Datenübertragung, aber Datenfernübertragung. Und für uns war das total spannend, als wir zum ersten Mal verbotenerweise ein Modem an die Telefonleitung in unserer Galerie in Bielefeld angeschlossen haben. Das war richtig verboten, das durfte man nicht. Und dann die Washington Post vom nächsten Tag schon mal lesen konnte. Heute sollen das alle tun, früher war es verboten. Und das war schon so ein bisschen Machtkitzel. Oh, guck mal, man kriegt was mit, was andere noch nicht mitkriegen. Wir haben dann selber, ich merkte dann so, was besonders spannend ist dieser neuen Welt, ist tatsächlich das Fernkommunizieren. Was vielleicht erklärlich wird, weil wir hatten Bekannte und Freunde, andere Künstler über die ganze Welt verstreut. Und es war immer schwierig, einen Kontakt mit denen zu halten, weil Briefe schreiben war auch schon damals anstrengend. Porto war teuer, es hat lange gedauert. Und anrufen ging schon mal gar nicht. Man war also bettelarm. Es wird mir doch zu warm mit dem Ding hier. Ich muss das doch mal ausziehen. Ich hätte es gern weitergetragen, aber später dann. Und wir entdeckten dann halt, ja, dass es sowas gibt wie diese Datenleitung, Datenbanken erstmal, die man reingeschaut hat, die furchtbar zu bedienen waren. Also sowas wie Google, einfach drei Worte eingeben, du findest exakt das, was du suchst. Okay, du findest nicht das, von dem du nicht weißt, dass es auch noch irgendwo ist, aber das ist ein anderer Punkt. Das war halt meilenweit entfernt. Und dann rauszufinden, dass Leute sich selber so ein bisschen Zeug programmieren und dann sowas wie Mailboxen anbieten. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Wort Mailbox noch was anbieten kann. Auf Englisch BBS, Bulletin Board System. Also wir hatten dann auch einen kleinen Rechner bei uns stehen. Wir nannten ihn den Düsenjäger. Er stand im Flur und lärmte entsetzlich. Und das war der Rechner, in dem andere Leute mit ihren Modems anrufen konnten, Nachrichten austauschen konnten. Wir waren also selber Betreiber, heute sagt man Provider vielleicht. Damals wurde immer das hochtrabende Wort SysOps genommen, was wir ablehnten, weil wir wollten nicht die Mächtigen sein im Netz, sondern wir wollten die Systemputzfrauen sein, die dafür sorgen, dass alles ordentlich gemacht wird. Haben auch dafür uns gesorgt, dass auch unsere Teilnehmerinnen, wir haben die nicht Nutzer oder User genannt, sondern Teilnehmerinnen, die bezahlten auch immer dafür, dass sie das nutzen konnten, auch vor uns sicher waren, also dass wir sie nicht einfach anchatten konnten, wenn sie keinen Bock hatten und dass ihre Postfachinhalte auch verschlüsselt waren. Weil was wir schon festgestellt haben, auf der anderen Seite des Bildschirms, wie viel wir mitbekommen könnten, wenn wir denn wollten. Mein Schlüsselerlebnis war dabei, also ihr müsst es euch vorstellen, so selbstgestrickte Software, immer wenn man vom Wohnzimmer in die Küche ging, guckte man einmal drauf, ob der Rechner läuft, weil das tat ja nur nicht immer. Aber man sah eben auch mit einem Blick, wer war gerade eingeloggt, was passiert da gerade. Das, mit einer schnellen Auffassungsgabe geht das auch schnell. Und eines Tages gucke ich auf diesen Rechner, sehe, Matthias, ein Freund von mir, ist eingeloggt und er schreibt gerade eine Mail an Claudia. Das war neu. Und ich dachte, da läuft doch wohl was. Und im selben Moment wusste ich auch, das geht mich nichts an. Matthias, der am nächsten Tag mich besuchen kam, war Programmierer. Ich habe ihn dann gezwungen, meine Mailbox-Software so umzuschreiben, dass ich nicht mehr sehen kann, wem er schreibt. Er hat es auch sofort eingesehen, hat es auch gemacht. Und vorher konnte ich auch mitlesen. Also 300 Baud war die Übertragungsrate für die meisten. Und dann sah man die Leute tippen. Ich konnte sogar, bei einem Freund habe ich echt am nächsten Tag auf dem Markt getroffen, sagte, gestern Abend hattest du aber 4 Whisky drin, ne? Und der, woher weißt du das? Naja, du hast häufig korrigiert und beim Passwort hast du 4 Versuche gebraucht und es stimmte. Also ich hatte sehr früh festgestellt, wer direkt an dieser Schnittstelle ist, kann sehr, sehr viel mitbekommen und natürlich wussten wir auch sowas, Unregelmäßigkeiten kann man auch automatisch auswerten. Also haben wir uns
daneben, dass wir versucht haben, Netzwerke aufzubauen. Damals Bürgernetzwerke nannten wir die, außerhalb der Universitäten und Standleitungen auf billigen Telefonleitungen, haben wir uns gleichzeitig gesagt, okay, wir haben das jetzt verstanden. Da passiert ein unglaubliches, eine Machtumschiebung. Also wer da Zugriff hat, hat halt Macht. Und davor müssen wir warnen, weil sowas kann eine Gesellschaft gefährden. Und haben dann uns in Themen hineinbegeben, die man so landläufig Datenschutz nennt, wobei das Wort sehr falsch ist. Es geht nicht um Datenschutz, es geht um Menschenschutz. Vielleicht ist einiges bekannt. Irgendwann dann kam dieses komische Internet und wurde richtig hochgehypt durch die Medien, während sie die kleinen Netze von uns immer möglichst nicht drüber geschrieben hatten. Tatsächlich war es so, als wir unsere kleine Mailbox in Bielefeld zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellten in einer Veranstaltung, kam die örtliche Zeitung mit zwei Herren zu uns, also die Kaufleute der Zeitung, fragten, ob sie die kaufen können. Und ich war sehr überrascht, sagte, wie, ihr wollt sowas anbieten? Nee, sagten die, wir wollen es stilllegen. Da hatte ich schon sehr früh begriffen, dass die Medien uns nicht unbedingt sehr freundlich gesonnen sind. Dann aber zu der Internetblase, als es so wirtschaftlich interessant wurde, weiß nicht, so 92, 93, sowas, 94, ne? Da war es dann halt so, dann wurden plötzlich diese Standleitungen gehypt und Web und sowas, also mit dem wir eigentlich nichts anfangen konnten. Also diese Geschichte, wo Leute überall ihren eigenen Rechner haben und dann kann man darauf zugreifen. Also da wurde so eine Informationsgesellschaft aufgebaut. Das heißt, einer sagt vielen was, war eigentlich so der Grundtenor des Ganzen, was heute in den Medien Internet genannt wird. Wir alle hier im Raum wissen, Internet ist mehr als nur Web, aber für die Leute war es gleichbedeutend. Während uns immer interessiert hat, eine Kommunikationsgesellschaft aufzubauen, also wo ein permanenter Austausch und Fluss ist und nicht einfach nur der mit der schönsten Website und dem Geld für den teuersten Grafiker oder den besten Grafiker die Definitionsmacht hat. Wir wurden damit völlig uninteressant. Also wir haben, glaube ich, unsere Mailbox 96 dann endlich dann doch mal abgeschaltet und haben, um überhaupt noch Gehör zu finden, in dem Ding, dass wir halt Leute über Datenschutz und was mit Daten alles passieren kann und wenn man nicht drauf aufpasst, haben wir den Big Brother Award aus England übernommen. Ich denke, der ist bekannt, was das ist, ein Datenschutz-Negativpreis, den wir dieses Jahr zum 16. Mal verliehen haben und uns tatsächlich wieder Gehör verschafft hat. Und ich glaube auch einiges, was im Bereich Datenschutz läuft, auch in Deutschland oder auch in weiteren Ländern, zumindest in das Bewusstsein der Öffentlichkeit hineingebracht hat. So, das waren aber Sachen, die Gestaltung der digitalen, vernetzten Welt, sodass sie lebenswert wird. Das ist das Thema, was uns eigentlich wirklich interessiert. Nicht nur der Datenschutz, ist nur ein Teil davon. Ist trotzdem, und das gilt leider bis heute, immer noch nicht so richtig angekommen. Und schon damals in den Zeiten, so um 2000 rum, haben wir mit dem Big Brother Award angefangen, war das Thema jetzt nicht das, wo eine Zeitung sich gerade drum gerissen hat, darüber zu berichten. Deswegen die Big Brother Awards, die waren eine Möglichkeit, dass die vielen Journalisten, die wir kannten, auch Artikel schreiben konnten, die ihnen die Redakteure dann abgekauft und abgedruckt haben. Aber der eigentliche Diskurs hat noch nicht so stattgefunden. Es gab zwar relativ viele Leute, dazu darf man einmal das Umfeld des Chaos Computer Clubs sicherlich erwähnen, aber auch, nicht lachen bitte, das Umfeld des Heise Forums, sich tatsächlich für das Thema auch interessiert haben. Und da war schon eine gewisse kritische Masse von Menschen, die es aber schwer war, die zu bündeln und daraus mal die so ihren Wohnstuben herauszulocken und auch der Politik zu zeigen, hier ist ein Thema, was ihr bearbeiten müsst. Jetzt habe ich endlich das Wort Politik erwähnt. Ich hoffe, das gelingt mir noch ein paar Mal mehr. Was bedeutet das? Wir wollten oder haben von der Politik gefordert, dass sie sich des Themas annehmen, dass sie sich sowohl gesetzlich mit dem Thema beschäftigen, aber vor allen Dingen erst einmal auch einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Weil es gab nämlich eine Schwierigkeit bei all meinen Freundinnen und Freunden, die meisten, die sich mit dem Thema auskannten, waren oder sind
häufig Leute, die selber technisch sind und technisch denken. Also ich weiß noch, als der Zensus, der letzte, vorgestellt wurde, dass dann Leute auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet dann das Gesetz, wie sie es nannten, dekompiliert hatten, mit sehr technischem Verständnis rangegangen sind. Spannend, weil Gesetzestexte durchaus auch ein Programmcode sind, zumindest wenn sie gut geschrieben sind, dann passen die nämlich sehr interessant zusammen. Und tatsächlich gibt es eine bestimmte Nähe zu Gesetzestexten und zu Hackern, die mit Code umgehen können. Was aber nicht wirklich funktioniert, ist, dass Techniker sagen, das ist völlig logisch, weil das und das so und so ist, muss ein Gesetz so und so aussehen. Weil dann bräuchten wir nämlich gar keine Politik. Dann reicht es, wenn wir ein paar Techniker sich die Probleme der Welt ansehen lassen. Und dann werden die halt ein Programmcode, ein Gesetz daraus geschrieben und dann wird das halt durchgezogen. Das wäre möglich eventuell. Wie nennt man das? Das wäre eine Technokratie. Ganz genau. Darauf bin ich selber erst gestoßen, als ich 2009, ihr erinnert euch, große Demonstration, Potsdamer Platz war das, Piraten wurden gerade riesig, hatten riesigen Stimmerfolg, der den älteren Parteien extrem wehgetan hat. Also ich habe Vorsitzende von Parteien weinen gesehen über die Zahlen, die die Piraten bekommen haben. Tatsächlich hat es dazu geführt, dass sich dann die Parteien, in dem Fall waren es CDU, FDP, SPD, Grüne, ja, die Linken haben sie nicht gefragt, aber die waren dann trotzdem dabei, haben dann eine Enquete-Kommission in den Bundestag gebracht. Die Enquete-Kommission sollte sich, die hieß Internet und digitale Gesellschaft, sich diesen ganzen Themenspektrum widmen und, wie böse Zungen sagten, einfach dafür sorgen, dass die Leute, die da so jetzt Trouble auf der Straße machen und danach und fordern, dass man ihre Themen beachtet, die so ein bisschen befriedigt, dass die denken, da passiert was. Das Letztere, was ich jetzt gesagt habe, kann ich nicht wirklich dazu sagen, dass das stimmt. Ich war selber Mitglied dieser Enquete-Kommission, sondern da war wirklich eine Runde von Leuten beisammen, die vorhatten, ganz ordentlich über diese ganzen Sachen nachzudenken. Und zwar fast egal in welcher Partei. Selbst bei der CDU gab es fitte Leute, die auch einfach mit in dieser digitalen Welt leben wollten und dem Bundestag selber, also ihren Fraktionskollegen, erklären wollten, das ist kein Randthema, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil egal welches Thema ihr habt, es betrifft euch auch. Ich glaube, 16 Politikerinnen. Bitte? Ah, die Frage wiederholen. Es wurde gerade gefragt, wie viele Leute in dieser Enquete-Kommission waren. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es 17 MdBs, die noch 17 Stellvertreterinnen und Stellvertreter hatten, plus 17 Sachverständige aus der Netzgemeinde, also nicht nur, also Dieter Gorni würde ich jetzt nicht zur Netzgemeinde zuzählen wollen. Und es gab noch einen ganz netten Hack dabei. Es gab noch eine virtuelle 18. Sachverständige oder 8 Sachverständigen. Der war nicht wirklich vorhanden, sondern das sollte die Öffentlichkeit sein. Weil von der Öffentlichkeit völlig unbeachtet war diese Enquete-Kommission eine echte Revolution. Nämlich anders, als es eigentlich im Grundgesetz steht. Ein Politiker, wenn er einmal gewählt ist, dann für seine 4 Jahre ist nur sich selbst und dem Gesetz verpflichtet, wurde hier tatsächlich ein ganz schmaler Trampelpfad hineingelegt, dass aus der Öffentlichkeit doch etwas mit hineinkommen kann. Dagegen hat sich der Bundestagspräsident Lammert extrem gewehrt. Er hatte keine Chance, es wurde halt beschlossen von den Fraktionen. Und dass Lammert sich dagegen gewehrt hat, wurde ihm echt auch immer übel ausgelegt. Ich finde aber, dass er sich gewehrt hat dagegen, war auch richtig. Er ist nämlich dafür da, ganz konservativ die Regeln, Grundgesetz, Bundestag, Hausordnung, den Gedanken auch zu unterstützen und zu halten. Also ich war oft mit ihm nicht
einer Meinung, aber ich konnte immer nachvollziehen, aus welchem Gedankengang er heraus was völlig anderes wollte als ich. Ich selber habe mich dann auch theoretisch mit Enquete-Kommissionen beschäftigt und da stieß ich in einer Doktorarbeit auch darauf, dass es eben sehr zweifelhaft ist, ob es richtig ist, dass Sachverständige, und das hatten wir in der Enquete-Kommission, mit ein Stimmrecht hatten. Wir waren nämlich nicht gewählte Leute, also als Politikerin oder Politiker gewählt, sondern wir waren nur benannt. Vorschläge kamen von den Fraktionen. Ich hatte das Pech, von der FDP-Fraktion vorgeschlagen zu sein. Was aber spannend war, also weil, wie wurde ich mal in einer internen Sitzung der CDU-CSU-FDP-Fraktion genannt? Ja, der Feind sitzt ja unter uns. Ein sehr schöner Moment, auf den ich mir viel einbilden kann. Aber es ist halt die Frage, ist das wirklich gut? Und ich habe mir dann eben auch die Frage nach der Technokratie gestellt und stellte fest, nein, eigentlich darf das nicht sein. Ist aber so ein bisschen ein Dilemma. Die Sachverständigen haben mit ein Stimmrecht in dieser Kommission, damit sie auch Gewicht haben. So eine Stimme, ne, das ist dann, sind halt 16 Stimmen, die noch im Raum zusätzlich sind, die haben dann ein bestimmtes Gewicht. Die Kommission, wurde gerade gefragt, hat nur Vorschlagrecht. Ja, die Kommission macht keinerlei Gesetze, sondern was wir erarbeitet haben, ist etwa so ein Buch mit, das ist ganz spannend übrigens, ganz spannendes Buch, wo eben ganz viele Leute an vielen Stellen überlegt haben, wie müsste man etwas in Gesetze gießen, damit man daraus was Ordentliches machen kann. Also wir hatten alleine für die zwei Worte geistiges Eigentum eine eigene Untergruppe, die ich geleitet habe. Ganz spannend, weil die war so, so gefürchtet, dass wir tatsächlich auch vom Bundeskanzleramt, dazu haben die das Recht, immer einen Aufpasser mit in dieser Gruppe drin sitzen hatten. Ganz spannende Geschichte, aber zu deiner Frage. Die Frage war, kann man sich diese Dokumente anschauen, sind die öffentlich verfügbar? Die Antwort lautet, praktisch ja, theoretisch auch, aber sie sind recht schwer zu finden. Wir haben nämlich eins geschafft, da hatten wir noch die richtige Idee in der Kommission, den Beschluss zu fassen, dass die gesamten Ergebnisse online findbar sein müssen auf den Seiten des Bundestags. Das heißt, alles ist dokumentiert weiterhin. Man findet die Sache noch, wenn man nach Enquete-Kommission und dem Jahr sucht. Aber was wir nicht beschlossen hatten, ist, dass es in der Robot.txt nicht vom Suchen ausgenommen wird. Das heißt, wer ganz normal einfach googelt, kommt nicht auf diese Dokumente. Ich habe die dann jetzt bei uns, als mir das auffiel, ich war echt gepisst, ja, das auffiel. Also das ist so die Art und Weise, wie dann halt getrickst wird. Ne? Das war denen halt nicht recht und dann wurde das halt so gemacht. Hat keiner beschlossen, dass man die finden muss. Es wird auch irgendeine gute Begründung wahrscheinlich geben, warum das in der Robots.txt ausgenommen ist. Egal. Ich habe es dann halt bei uns auf die Webseiten gestellt und hoffe, dass es damit leichter findbarer wird. Aber es ist auch durchaus spannend, da reinzugucken. Und was ich da auch gelernt habe, ist, welche irrsinnigen Kräfte das haben kann, wenn plötzlich so ein Padelun auf Seiten der Regierung sitzt und dann gegen die Sachen stimmt. Ich habe komplette Kapitel, die auch wirklich gut waren, weil einige Sachen drin waren, die mir überhaupt nicht gepasst haben, habe ich dagegen gestimmt und dann sind die komplett verschwunden. Ich habe also die Arbeit von vielen Leuten vernichtet. Das macht keinen Spaß. War für mich als Sachverständiger, der da saß und ja eigentlich was bewirken wollte, auch richtig scheiße. Ich habe dann überlegt, ob ich zu der Abstimmung nicht kommen sollte. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich war immer brav da. Ich glaube, ich war auch in fast allen Untergruppen der ganzen Ausschüsse drin und war zumindest anwesend hier. Nein, es waren Mehrheitsentscheidungen. Und da ich war immer das Zünglein an der Waage von den Mehrheitsverhältnissen her. Das war ziemlich blöd. Bitte, nochmal. Der Genscher, dazu kenne ich Genscher nicht gut genug, ja. Ich habe ihn zwar noch erleben dürfen am Ende, er hat nochmal eine Rede gehalten, aber ich
bin viel zu unpolitisch, um da wirklich gut durchzublicken. Was ich aber gelernt habe dort, dass dieses, die sind doch alle scheiße, die Politikerinnen, einfach nicht mehr passt. Also diese auch von mir häufig mit Suffisanz gelesene Fefe, der so bei Politikern nur sagt, korrupt, bring's alle nicht, sind dumm. Ich habe halt erleben können, das ist nicht so. Ganz schwierig, weil ich damit in einer ziemlichen, wie soll ich sagen, ich war plötzlich auf Partys immer der, der, wenn es dann so abging, blöde Politiker, blöde Beamten, so immer der war, sorry, ist nicht so, und das hat nicht so viel Spaß gemacht. So ist das eigentlich bis heute. Und ich habe einfach versucht, Politik wirklich ernst zu nehmen. Ich selber bin ausgebildeter, also in Selbstausbildung ausgebildeter Anarchist. Ich übersetze das übrigens mit Selbstbeherrschung. Also nicht Herrschaftsfreiheit, sondern Selbstbeherrschung, weil ich habe das in meinen WGs ausprobiert, in sehr anarchistischen. Letztendlich waren es ja immer die Frauen, die gespült haben, weil es denen am ehesten auf den Sack ging, wie es da aussah. Und habe dann festgestellt, dass so doch so Beschlüsse wie, naja, Autokratie funktioniert auch. Also ich habe dann, als wir eine neue Künstler-WG gegründeten, habe ich einen Monat lang immer nach jeder Mahlzeit sofort abgespült. Und nach einem Monat sagte ich dann nach dem Essen, du bist dran. Hat auch funktioniert, aber ich habe die andere Variante, wir machen einen Plan und halten den ein, und wenn er nicht von den Personen eingehalten wird, dann gibt es eine bestimmte Form der Repression, ist gar nicht so schlecht. Und was in der WG noch relativ einfach funktioniert, auch wenn man sich sehr lieb hat, habe ich halt irgendwann festgestellt, funktioniert dann schon nicht mehr, wenn man so 800 Leute ist oder 80 Millionen oder 450 Millionen. Man braucht einfach eine gewisse Form von, ja, Absprachen, die für alle gelten, und hat ja immer noch die Chance, so zu überlegen, ob man sich so eine einzelne Absprache wirklich halten möchte. Sollte das dann aber einigermaßen unbemerkt tun, weil es stört den Rechtsfrieden, wenn man das allzu offensiv macht, außer beim Kiffen, da finde ich es richtig, den Rechtsfrieden zu stören. Ich kiffe selber nicht, aber halte das, die Drogengesetzgebung für völlig verfehlt. Und ich finde es großartig, sowas erfunden zu haben, ja, wie eine, der Versuch, möglichst, also Ungerechtigkeit möglichst gerecht zu verteilen. Habe ich mich deutlich machen können. Ich sehe in fragende Gesichter. Also, es geht in der Welt nicht gerecht zu. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich habe noch nie jemand gesehen, der gesagt hat, ja, es geht gerecht zu. Aber ich habe einmal jemanden antworten hören auf diesen Satz, ja, aber nicht immer zu eigenem Ungunsten. Ne? Also, dass ich überlebt habe, nach dem, was ich alles so getrieben habe in meiner Jugend, noch einigermaßen frisch mit einem höheren Alter hier jetzt so stehen kann, das ist eigentlich ungerecht gegenüber Leuten, die nie geraucht haben, gut getrunken habe ich auch nicht, immer brav waren und so weiter. Und vor 12 Jahren an Krebs gestorben sind. Also ich finde, das ist ungerecht, aber ich profitiere davon durchaus. Und ich finde es durchaus okay, Gesetze zu machen, nach denen man sich richten kann, wenn denn auch wirklich alles ganz gut angeguckt wurde, und auch zu versuchen, die Gegner, die man hat, die das Gesetz halt anders haben wollen als man selber, zu verstehen. Dann wird das nämlich sehr viel einfacher. Dann brauche ich nicht permanent auf die abhassen, sondern kann einfach rausfinden, was brauche ich für Argumente, um mehr Leute zu überzeugen, dass so wie ich es machen will, besser ist, als immer nur auf die anderen abzuhassen und dann nichts zu machen. Und dieses Abhassen und nichts machen, das ist halt etwas, was ich so in letzter Zeit wieder sehe. 2009, weiß ich noch, da waren, na, ich habe immer mal behauptet, 100.000 Leute am Brandenburger Tor und sind für die digitale Weltgesellschaft eingetreten. Und ich glaube, die letzte Demo in 2014, das war, nachdem Edward Snowden
veröffentlicht hatte und also ein paar Monate später, da hatte die Polizei gesagt, Potsdamer Platz ist zu klein, wir brauchen einen größeren Bereich, wir machen ihn da hinten am Alexanderplatz den gesamten Riesenbereich frei, weil da kommen Massen von Leuten. Ich habe das auch so gesehen und dann standen wir da mit, weiß nicht, 8000 Leuten oder so. Ist auch viel, aber das war dem einfach nicht angemessen. Und ich habe dann so gesehen, dass ganz viele Leute entweder komplett aufgegeben hatten, vielleicht weil ganz viele bei den Piraten sich engagiert haben und sich da einfach kaputt gemacht haben, weil sie einfach auch Politik nicht verstanden haben. Also beim Piraten, ich weiß nicht, wer von euch mal dabei war oder vielleicht sogar noch dabei ist. Ich habe mir den Spaß gemacht, weil ich das einfach spannend fand, das Experiment auf ganz vielen Bundesparteitagen der Piraten dabei zu sein, wo es dann Leute gibt, die verbittert miteinander gestritten haben, verfeindet waren, aber die haben nicht über die Sache gestritten, sondern die haben versucht, sich gegenseitig aus der Partei rauszuekeln. Das ist ziemlich dumm, weil was bedeutet Partei machen? Mehrheiten sammeln. Wie sammle ich Mehrheiten? Ganz sicher nicht, indem ich Leute rausmobbe, selbst wenn die blöde sind. Sondern was mache ich? Ich teile sie in Flügel, die müssen sich organisieren, da werden Sprecher für die Flügel bestellt, die müssen sich untereinander abklären. Da gibt es vielleicht eine Doppelspitze, den Hippie und den Kokainsüchtigen, also Kiffer und Kokainsüchtigen. Ich nenne es jetzt mal neutraler, ja, ohne Namen zu nennen. Und dann gibt es halt eine Doppelspitze. Die können sich spinnefeind sein, ist egal. Aber dann wäre die Partei sicherlich größer und es hätte diese ganzen öffentliche Gebäsche in der Form vielleicht nicht gegeben. Ich sage vielleicht dazu, weil das kann ich natürlich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das auch zu lernen, mitzukriegen, dass man lernen muss, nicht mit dem Kopf durch die Wand, nicht zu glauben, nur das, was man selber denkt, ist richtig, sondern Politik als das begreift. Also wie gut es ist, dass man sich nicht permanent durchsetzen kann, weil ich weiß jetzt nicht, was du so alles im Kopf hast und denkst. Aber ich glaube, ich fände es nicht toll, wenn du jetzt losgehst und in 2 Tagen funktionieren 80 Millionen Menschen, so wie du dir es gerade ausgedacht hast oder in einem Jahr. Das wünsche ich von mir auch nicht, sondern es gehört dazu, dass alle ihr 80 Millionstel Anteil an Wesenheit mit in die Politik einbringen. Dafür haben wir in Deutschland ein Parteiensystem, wir haben NGOs, wir können uns in Vereinen treffen, wir können Meinungen bilden, wir können uns versammeln. Also ich weiß noch, der Mexikaner in 2014, der da bei uns die Band, also als Band mitgespielt hat auf der Bühne, der hatte hinterher Tränen in den Augen, ja, dass ihm die deutsche Polizei einen Platz freiräumt und er Vive la Revolution auf einem der größten Plätze in Berlin singen kann. Hey, wie geil ist das denn? Ja, also in der Türkei möchte ich nicht so gern demonstrieren. Hier kann ich einen auf dicke Backe machen, weil hier passiert mir in der Regel nichts. In der Regel. Es gibt Ausnahmen von der Regel, aber ich lasse die jetzt mal weg, also was mich betrifft, in den Bereichen, wo ich arbeite. Ne? Also ich muss keine Angst davor haben, dass ich auf dem Nachhauseweg eine Kugel im Kopf habe und seltsamerweise keiner weiß, was es ist und es wurde schlecht als Raubmord getarnt. Das wird es hier einfach nicht geben. Hier Politik zu machen, ist quasi nothing. Und was kann man tun? Also in Darmstadt kann man ab und zu Veranstaltungen von Brigitte Zypries gehen. Okay, ist eine nette Frau, ich mag sie auch, sie mich nicht. Das ist aber durchaus kein Nachteil. Also durchaus ein Qualitätsmerkmal. Brigitte Zypries, vielleicht zur Erinnerung, war Staatssekretärin unter Otto Schily. Dann Justizministerin, hat sich extrem für die Vorratsdatenspeicherung eingesetzt und hat auch wirklich kein Jota davon abgewichen. Furchtbar. Also wirklich furchtbar. Und in anderen Bereichen ist die Frau völlig cool. Ja, also ich habe die gesehen, sie war auch, ich glaube auch in der Enquete irgendwie als Stellvertreterin, dann saß sie da, spielte die ganze Zeit auf dem Handy, irgendwie Ping-Pong. Dann kam aber irgendwas, wo sie, Moment, und dann war sie so auf dem Punkt, klasse. Also muss man können. Ne? Und dann konnte sie wieder weiterspielen. Ne? Was ich auch verstehen kann, weil stundenlang irgendwo sitzen, da wird man blöd von. Ja. Und das heißt aber, ich kann mir auch durchaus überlegen, gründe ich selber eine Partei? Ich würde davon abraten.
Weil selber eine Partei gründen, das ist sowas von enttäuschend, wenn man hinterher sieht, falls sie Erfolg hat, was draus geworden ist, fragt Lucke. Also, ja. Pardon, das macht keinen Spaß. Aber tatsächlich kann man sich mal umgucken. Es gibt jede dieser komischen Parteien, seltsamerweise immer während des Wahlkampfs meist, Veranstaltungen. Da durchaus mal hinzugehen, ist spannend. Weil da sitzen wirklich Leute, die dann auch mal im Bundestag sitzen und die kann man dann etwas fragen und kriegt Antworten. Und am Anfang ist es auch durchaus so, dass man die Antworten auch glaubt. Später findet man dann langsam raus, wie das mit der Sprache funktioniert. Dass nicht alles, was einem gesagt wird, das muss man immer noch ein bisschen gewichten, dekompilieren, nenne ich das nochmal, dekodieren, um rauszufinden, was wirklich gesagt wurde. Also ich bin grundsätzlich dagegen, dass die Bevölkerung total überwacht wird. Was heißt dieser Satz? Mag ihn jemand übersetzen? In etwa, ja. Grundsätzlich heißt, natürlich gibt es Ausnahmen, ja, und eine Totalüberwachung ist eh nicht möglich, aber alles drunter geht. Ne? Das muss man einfach sehen. Das ist dann, das ärgert die dann immer furchtbar, wenn man sagt, ach so, sie sind auch so eine Überwachungsbefürworterin. Und dann sind die immer furchtbar fuchsig, weil die, das kennt ihr vielleicht auch, ihr wollt irgendwas durchbringen und dann glaubt ihr irgendwann selber dran. Ganz gefährlicher Zustand, kenne ich von mir. Ich werde immer super überzeugt von mir und das ist krank. Da muss man wirklich von wegkommen, ne? Sondern man muss wirklich versuchen, die Leute argumentativ aufzupacken. Es ist mir ein einziges Mal wirklich gelungen, nee, eigentlich zweimal, aber da habe ich es nicht gemerkt. Also einmal ist es mir gelungen, da hatte ich in Hamburg auf dem Podium eine Staatssekretärin, die auch bei Otto Schily im Ministerium war, die dann sagte, ja, aber mein Gott, wir sitzen doch nicht im Ministerium und sagen, wir wollen die ganze Bevölkerung überwachen. Und dann sagte ich ihr, Frau, wie immer sie hieß, wir in der Bevölkerung haben aber diesen Eindruck, den erweckt ihr. In dem Moment, wo ihr euch so um Überwachung kümmert, etwas, was völlig sinnlos ist, was nichts bringt, ja, aber heißt, wir wollen auf jeden Fall eine Totalüberwachung der Bevölkerung, dann kommt bei der Bevölkerung an, ihr seid die, die einfach die Bevölkerung komplett überwachen wollen. Und wenn ihr 100-mal glaubt, das ist doch nur für polizeiliche Ermittlungsarbeit in Ausnahmefällen. Und ich habe 2 Tage später ein Interview von ihr gelesen, wo sie das wiederholt hat. Das ist mir genau einmal passiert in der Form, dass ich wirklich jemanden damit erreichen konnte, dass ich sagen konnte, ich glaube ihnen, dass sie da im Ministerium sitzen und glauben, für die gute Demokratie zu arbeiten. Was übrigens auch Bosbach glaubt, der ist nicht blöd. Aber es kommt anders an. Und immerhin, sie hat das gemacht, aber 3 Tage später war Wahl und da war das eh klar, dass die SPD da nicht mehr reinkommt. Aber immerhin, es hat funktioniert. Und das andere Mal war, das hat mich sehr gefreut, letztes Jahr, als die SPD ihren Konvent in Berlin hatte und das ging auch um Vorratsdatenspeicherung. Ganz geile Veranstaltung, weil man sieht, dass auch in einer SPD sich etwas bewegen kann. Auch wenn es gerade mal so knapp abgeschmettert wurde. Also wie ihr wisst, der SPD-Konvent hat sich ja dann für Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Aber wenn man genau hinschaut, das Präsidium abzieht, war es nur 51 zu 49. Das heißt, die ganze Arbeit an der SPD mit Leuten, die da sind, auch den SPDlern, die auch gegen Vorratsdatenspeicherung sind, hat tatsächlich etwas gebracht und hätte fast Erfolg gehabt. Also man kann tatsächlich etwas tun. Wir haben keine SED-Einheitspartei, wo etwas gesagt wird und dann bleibt das so. Auch wenn wir uns manchmal wundern, wieso Sigmar Gabriel noch Parteivorsitzender ist, ist halt so. Das sind halt komische Sachen. Ich habe mich auch gewundert, warum Andi Müller-Magun so lange erster Vorsitzender im Chaos Computer Club geblieben ist. Und ich wusste aber auch die Antwort, es wollte kein anderer machen. Und könntest du dir jetzt vorstellen, die SPD zu übernehmen als Vorsitzender? Okay, ne? Versteht man schon, dass man dann jetzt nicht das hellste Licht nimmt, das im Lande brennt, um dann so eine Partei niederzureiten, ja. Okay. Ja. Gabriel hat sich öffentlich gewundert. Das war nur, da hat er nur so getan, als ob, das glaube ich nicht. Ein bisschen eitel ist er ja auch. Was ich selber zum Beispiel gar nicht bin, deshalb habe ich für sowas gar kein Verständnis. Ja. So, wir waren gerade dabei,
Schaut euch einfach mal an, was passiert in eurer Umgebung tatsächlich politisch. Also, geht mal zu den Linken. Dann habt ihr, je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid oder Region, können es ganz coole Leute sein oder eben wirklich welche, wo ihr denkt, oh nein, dann doch lieber gleich AfD. Wirklich, so weit geht das Spektrum auseinander. Die Linken selber verzweifeln auch daran. Also, wobei ich sagen muss, dass ich bisher noch nicht mal begriffen habe, wofür steht Gysi, wofür steht Wagenknecht, wofür steht Lederer, wofür steht, na, bei Katja Kipping, ja, die finde ich ganz okay, aber und so weiter. Oder geht auch mal in eine CDU-Veranstaltung. Also ist klasse. Ich fand diese Parteitage der CDU toll. Also die waren fast so gut organisiert wie der Chaos Communication Kongress, nur mit weniger Freiwilligen. Und da kann man echt was lernen. Ich habe mich gerade mit, ich glaube, es war sogar Peter Taube unterhalten, der auch überrascht war, dass ich seinen Parteitag besuche. Und auf der Bühne, wo ganz viele Leute auch ganz interessante Sachen gesagt haben, war plötzlich einer, der dann sagte, und in der inneren Sicherheit, da müssen wir nachfassen, wir brauchen dies und die Polizei braucht das. Und ich, hat keiner hingehört, im ganzen Saal nicht. Und ich so zu Peter Tauber, also der sieht da schon ein bisschen aus wie so ein Abziehbild der CDU, aber das ist ja ansonsten ja nicht so. Peter sagte, ey, macht dir keinen Gedanken. Der Typ ist im Bundestag wichtig, weil der macht das, das, das. Also denkt euch irgendwas völliges Uninteressantes aus. Irgendwelche Verhandlungen mit NATO, sonst wie. Also irgendein Grütz, womit sich keiner beschäftigen will. Aber damit er wiedergewählt wird, braucht er halt irgendein Thema. Und dann nehmen wir halt immer innere Sicherheit, weil bei unseren Wählern kommt das halt an. Ihr habt jetzt gerade nett gelacht. Das ist der Grund, warum wir die ganze Zeit diesen ganzen Popanz mit innerer Sicherheit hören. Es ist permanenter Wahlkampf. Es gibt keinerlei Studien, die sagen, dass irgendwas von diesen ganzen gesetzlichen Forderungen sinnvoll ist. Gibt vielleicht bei Polizeipraktikern 2, 3 Sachen, wo sie sagen, ja, die hätten wir gerne, aber mehr Stellen vielleicht, ja, wahrscheinlich. Aber selbst das ist noch nicht mal, glaube ich, das Hauptproblem. Und ganz spannend ist, dass auch Polizisten sich extrem gegen sowas wie Überwachung stellen. Also ein niedersächsischer LKA-Beamter sagte mal zu mir, wissen Sie, Herr Padelun, ich möchte auch nicht in einer Welt der Totalüberwachung leben. Und in meinem Beruf, ich bin Ermittler von Beruf, nicht Überwacher. Und deshalb will ich diese Daten auch gar nicht. Und das fand ich ganz spannend und das zieht sich durch die, ich sag jetzt mal, intelligente Polizei durch. Also auch da gibt's verschiedene natürlich. Also wenn ihr gerade mit den jüngeren Beamten, den Heißsporn, die sich noch auf Messen ihren Sonderton verkaufen, weil es so schick ist, die gibt's, es sind halt auch wie Nerds. Ne? Ne? Also auch ein bisschen verblödet halt, ne? So auf ihre Art. Aber durchaus sympathisch, wenn man in dieser, wenn man es mit denen gut kann. Also es muss man einfach so sehen. Aber tatsächlich bei der Polizei, die Polizei in Deutschland sieht sich als eine Ermittlungsbehörde, nicht als eine Überwachungsbehörde. Du möchtest was sagen? Noch 5 Minuten, dann kann ich ja langsam zum Ende kommen. Wozu ich auffordern möchte, ist tatsächlich, sich ernsthaft mit Politik zu beschäftigen. Weil ich sehe, dass die Intelligenz von Leuten wie uns, die immer mehr wieder so zurückgehen in die Hackspaces und netten Events, fehlt. Also mir fehlt die. Ich merke das richtig, dass die einfach nicht mehr da ist. So durchaus, einige haben mir gesagt, hat ja keinen Sinn. Doch, es hat Sinn. Wir haben sehr viel bewirkt. Es ist natürlich komisch, wenn man 10 Jahre, nachdem man ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht hat als nichtig erklären lassen, spreche von der Vorratsdatenspeicherung, man die nächste Verfassungsbeschwerde zum selben Thema machen muss. Das ist schon komisch, aber das ist halt Politik. Das muss man immer machen. Politik ist nie fertig, eine Demokratie ist nie fertig und es gehört einfach dazu, dass ihr pro Monat 1 Stunde oder 5 oder 10 Stunden dem widmet, dass euer Leben besser ist. Und dass eure, ihr habt doch Kinder, oder? Und dass eure Kinder, Enkelkinder ebenfalls. Das gehört einfach dazu. Das muss man mit reinlegen in die gesellschaftliche Waagschale. Und dafür möchte ich einfach aufrufen, tut das. Guckt euch um.
Nicht jeder lebt von euch in Berlin, da ist es noch einfacher, man besorgt sich einen Hausausweis und spricht mit den Leuten direkt. Aber auch hier, wir brauchen auch Leute in den Landtagen und in den Kreisen und man kann tatsächlich sehr viel mehr ausrichten, als man gemeinhin denkt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein wunderschönes Wetter weiterhin. Und ich stehe bis etwa 23 Uhr für Fragen und Diskussionen. Und was du da erzählt hast, ist ja völliger Grütz, gerne zur Verfügung. Gut. Auf die Freedom Not 4 möchte ich nicht hinweisen. Das ist eine Veranstaltung in Brüssel, wo sich internationale Aktivistinnen und Aktivisten treffen. Ich würde gerne darauf hinweisen, wenn wir jetzt hier nicht in Deutschland wären, weil es sind schon so viele Deutsche auf dieser Freedom Not 4, dass ich eben nicht darauf hinweise, falls jemand aber unbedingt Lust hat, da trotzdem hinkommen zu wollen, weil er oder sie sowieso international vernetzt arbeitet, dann durchaus gerne. Weil ansonsten, wir haben zu wenig Kontingent, kann man über unsere Plattform aktion.digitalcourage.de sich auch ein Ticket schießen. Also nicht Ticket, die Teilnahme ist kostenlos, aber wir können dann auch Fahrtkostenzuschüsse und sowas geben mit Hotelunterbringung und so. Das ist eine Veranstaltung, die wir einmal jährlich machen, so begründet worden am Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung entlang von Michael Ebeling. Und ist jetzt so ein bisschen in der Heimat von Edre. 4 Tage lang von, ich glaube donnerstags reisen wir an und montags noch Parlamentbesuch. Also fühlt euch nicht allzu ausgeladen, aber überlegt, ob ihr wirklich unbedingt dort sein müsst. Vielen Dank. Mhm. Noch eine Frage? Ja. Wir hatten ja vorhin eine Veranstaltung zum Thema Analyse von Geräten und Veränderungen daran, auch Analyse des Programmcodes. Mhm. Und die Hersteller mögen das nicht unbedingt. Und jetzt eine deutliche Parallele zu Gesetzestexten. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass wenn irgendetwas Unpopuläres durchgepeitscht werden soll, dass dann der Gesetzestext absichtlich vertuschend geschrieben wird. Ja, das heißt, na, was das eigentliche Vertuschen ist, ist eher nicht drüber zu reden. Der Trick ist, dass du dir jede... Also im Bundestag, der ist sehr, sehr transparent. Du kannst dir einfach die ganzen Gesetzesvorlagen geben lassen, die gerade beschlossen werden, musst halt durchgucken, musst halt feststellen, oh, hier im Fischereiausschuss, okay, das ist EU, passiert gerade das und dir dann die entsprechenden Texte holen. Und da zum Beispiel kannst du auch Abgeordnete ansprechen, die ja wieder im Thema arbeiten. Kannst dann gucken, wie sind die drauf, wenn das... Also wenn ich jetzt unbedingt was wissen will, habe ich schon ein Abgeordnetenbüro, die mir irgendwie zumindest eine Auskunft geben oder auch mal ein Paper zuschicken. Und dann musst du das halt gleich angucken. Und wichtig ist eigentlich immer von Anfang an so einen Prozess begleiten. Wenn es erstmal richtig am Laufen ist, kann man es kaum noch aufhalten. Geht auch, haben wir gezeigt, aber das wäre dann das richtige Vorgehen. Da kann ich aber noch was zu sagen, aber ich lege jetzt das Mikro ab. Und wir gehen am besten raus, weil wahrscheinlich hier...